Habe ich noch Sticks? Sieht nicht so aus. Doch. Dafür muss ich mir nämlich erst noch wieder Äxte machen. So. So und so. Schaufel brauchen wir nicht. So. Wehe, mich überrascht gleich wieder ein Creeper bei der Arbeit. Wie ich das hasse. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier am besten Bäume fälle. Ich bin gerade am Überlegen, nehme ich die nah am Haus weg oder nehme ich die weg, die eher weiter weg sind. Ich glaube, die nah am Haus erstmal, weil dann kann ich nämlich ums Haus rum dann auch gleich was bauen. Dadurch ebne ich mir gleich das Land für neue Bauprojekte. Oh, mir ist schon wieder so viel eingefallen, was man bauen kann, aber irgendwie habe ich mir das alles nicht aufgeschrieben. Ich habe das wieder vergessen. Ich meine, man denkt ja auch mal so, wenn man gerade nicht spielt und so, an seine Minecraft-Map. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich meine, ich finde das jetzt nicht unnormal, dass wenn man gerade mal Langeweile hat und im Bus oder im Zug sitzt oder sonst wo, beim Friseur, auf dem Scheißhaus, keine Ahnung, dass man dann mal über seine Minecraft-Projekte so nachdenkt, was man so noch Schönes bauen kann. Oder wenn man gerade an einer schwierigen Stelle in einem Spiel ist, wie man die Stelle halt lösen kann oder so. Ist ja auch sowas, wo man auf jeden Fall mal dran denkt, wenn man gerade nicht spielt, oder? Ich weiß nicht, ich finde das eigentlich normal. So, so, so. Das sieht doch schon ganz gut aus. Das Einzige, was mir doch noch nicht so ganz gut gefällt, ist die Anordnung des Glases. Irgendwie sieht das komisch aus. Da muss ich nochmal ran dann. Aber erstmal mache ich das jetzt fertig. Ich glaube, ich könnte 20 Mal das Haus komplett neu bauen, weil ich einfach, wenn mir immer wieder was einfällt, was man noch verbessern kann. Aber das wollen wir ja jetzt nicht. Wir wollen ja jetzt vorankommen. Ich habe keine Lust, diesen blöden Baum zu fällen. Aber muss ich wohl. Nützt ja nichts. Früher oder später muss der sowieso weg. Dann lieber jetzt. Meine Lust, den zu fällen, wird wohl nicht steigen. Mein Problem mit großen Bäumen ist irgendwie, ich fürchte, das ist auch nicht therapierbar. Es dauert halt einfach, ich weiß nicht, es kommt mir einfach vor, es dauert 100-mal länger, als wenn man 5 von diesen einfachen, unverzweigten Bäumen fällt. Aber vielleicht bilde ich mir das auch einfach nur ein, weil ich so furchtbar abgeneigt bin gegenüber diesen dicken Bäumen. Lalala. Habe ich jetzt alles? Das ist auch immer sowas, dass man irgendwie nie weiß, ob man jetzt alles erwischt hat. Und wenn nicht, dann hängt dann immer noch was in der Luft, wo man da nicht mehr drankommt, weil man alle das Gerüst schon abgebaut hat. Es gibt eigentlich nur Nachteile bei diesen Riesenbäumen. Außer, dass sie vielleicht ganz schön aussehen. Aber das wäre ja auch wieder ein Grund, den stehen zu lassen. Anstatt ihn zu fällen. Naja. Meckern bringt nix. Bringt ja alles nix. Augen zu und durch. So. Das haben wir. Ach. Verdammt, da komme ich doch jetzt auch wieder nicht mehr dran. Ach, ist das alles schön. Ist das alles schön. Großartig.
Spaß ohne Ende gerade. So. So. Jetzt haben wir es aber. Und jetzt haben wir, glaube ich, auch genug Holz wieder gesammelt. Und ich muss jetzt mal ganz, ganz kurz, ganz schnell eine Aufnahmepause machen. Bin sofort wieder da. So, und da bin ich auch schon wieder. Ich hatte eben gerade einen ganz plötzlichen riesen Durstanfall. Den musste ich gerade stillen. Ich habe nämlich manchmal das Problem, dass ich total vergesse zu trinken einfach. Und dass ich dann irgendwann abends um 7 oder so, merke ich dann auf einmal, dass ich das mega Pappmaul einfach habe und einfach mal vergessen habe zu trinken. Ja, und meistens ist es dann so, dass das dann nachts sich mein Körper zurückholt und dass ich dann irgendwie alle 2 Stunden aufwache und erstmal einen Riesenschluck saufen muss, weil ich sonst nicht weiter schlafen kann. Probleme über Probleme, sage ich euch. Wenn ein Spiel zu sehr fesselt, dann muss man einfach aufpassen, dass man dabei nicht verdurstet oder verhungert. Was natürlich dem ganzen Klischee-Anti-Gamer-Leuten super recht geben würde, dass das Spielen total böse ist. Weshalb wir das jetzt hier mal lieber nicht zu laut aussprechen. So, dann haben wir jetzt auch wieder Treppen fertig. Ach ja. Es gibt doch nichts Schöneres, als an so einem schönen Häuschen rumzubauen. So. Nee, das passt ja nicht. Da müssen wir das wieder wegtun. So. Häuslebauer. Das ist doch alles spannender als diese blöden Sendungen immer, die eine Zeit lang im Fernsehen liefen. Wo es noch total in war, zu zeigen, wie irgendwelche komischen Leute irgendwelche Häuser bauen und dabei am besten noch nach Strich und Faden beschissen werden. Das war sehr lustig. Ich weiß gar nicht, wie hieß denn das nochmal? Mein Haus? Nein, unser Haus? Oder wie hieß denn das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das kam ja mal irgendwie eine Zeit lang auf irgendeinem Sender. Vor Jahren. Und da war dann auch eine aus meiner Klasse mit ihrer Familie und ihrer total zickigen, verzogenen Schwester. Da war das aber mit diesem Scripted Reality noch nicht so schlimm. Da war das noch im Rahmen, sage ich mal. Also da hatte man noch ansatzweise die Chance, dass es irgendwie echt ist, was da passiert. Und da gab es sogar mal Zeiten, da habe ich das noch geguckt. Das mit den Häusern hat mich zwar nie besonders interessiert, aber so andere Sachen. Ich finde es eigentlich total schockierend, wie viel man doch übers Fernsehen doch wieder tratschen kann irgendwie, wenn einem gerade nichts einfällt. Ich sollte mir vielleicht mal andere Themen ausdenken, als immer nur übers Fernsehen oder über andere Medien zu labern. Aber ich mache doch was mit Medien im Studium. Da muss ich doch über Medien reden. Es gibt so ein cooles T-Shirt, das heißt, ich mache auch was mit Medien, weil irgendwie macht jeder in letzter Zeit was mit Medien. Und deswegen ist das eigentlich ganz lustig. Mache ich das jetzt so oder mache ich das so? Ich könnte jetzt entweder das noch ein Stück weiterführen, also so. Aber dann passt es nicht zum Rest. Ach, doch, doch, doch. Das ist aber, glaube ich, besser. Und hier diese Löcher wollte ich auch noch stopfen. Das ist das Dirt schon wieder alle. Ätzend. Gut, dass ich genug aufgehoben habe. Sonst wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich das alles hernehmen soll. Sonst müsste ich das erst abbauen. Das wäre ja auch sehr spannend gewesen. Dirt abbauen. So. Schon wieder dunkel und dann werde ich wieder vom Dach geschossen.
Ich hoffe, das ist hier eine schöne Map. Ich sehe im Moment gar keine Berge, doch da hinten sind ein paar. Ich habe jetzt halt gar nicht, ich habe mir die Map jetzt nicht ausgesucht, weil ich dachte, es wäre vielleicht interessanter, eine Zufallsmap einfach zu nehmen. Und dann zu gucken, was auf einen zukommt. Jetzt muss ich mal kurz gucken. So. Und jetzt muss ich aber nochmal dahin. Da ist irgendwie was noch nicht so schön gelungen. Wie mache ich denn das? Wie habe ich denn das gemacht? Nee, das muss auf jeden Fall weg. Das passt sonst nicht. Eine Sekunde mal. Ja, genau, dann machen wir hier auch noch so eine halb Dings hin. Dingsbums, sag doch mal schnell so eine Slap. Slap, slap, slap in your face. So. Ja, und dann sind wir eigentlich gleich schon fertig mit dem Dach. Ja, hier oben muss ich jetzt ganze oder halben Klotz mache ich oben hin, glaube ich. Das müssen wir dann. Wo ist der Einstieg? Mein Einstieg? Da ist er. Da müssen wir nämlich dann. Ups, nee, das ist zwar sehr dekorativ, aber ich mach's mal doch lieber wieder weg. Da muss ich nämlich jetzt noch ein paar von diesen Slabs machen. Wie oft mir das schon passiert ist, dass ich statt Wooden Slabs oder Stone Slabs diese dämlichen Fußschalter gemacht habe. Und dann waren die Rohstoffe total verbraten dafür, dass ich diese dämlichen. Da ist ein Skelett. Es will mich runterschießen. Ich sehe es ihm an. Nee, warte mal. Da habe ich doch jetzt auch wieder Scheiße gebaut. Das muss so, ne? Und dann so. Aber da kann ich eigentlich. Nee, kann ich nicht. Das sieht dann von unten scheiße aus. Wenn ich da Dirt nehme. Ach, dann muss ich ja. Ach, oder nehme ich einfach. Dreifache. Ach, das muss auch so gehen. Nehme ich einfach diese Slabs. Die reichen dann zwar wahrscheinlich nicht mehr, aber. Egal, oh. So, haben wir hier oben auch einen schönen Abschluss. Und jetzt gehen wir hier hin und machen einfach das zu. Und dann haben wir hoffentlich ein halbwegs schönes, gleichförmiges Dach. Ja, Dächer bauen musste ich mir erstmal, musste ich erstmal lernen. Das konnte ich irgendwie nicht. Von Anfang an, da habe ich irgendwie. Das sah irgendwie immer richtig kacke aus, was ich da gemacht habe. Da muss man sich, glaube ich, auch einfach eine Taktik überlegen. Hä? Wie man da rangeht. Ach ja, genau. So war das ja. Man baut ja Wooden Steps mit einer Spitzhacke ab. Das ist auch ein geiler Bug. Ups. Es ist total logisch eigentlich, dass man, wenn man Holz mit Äxten abbaut, dass man dann diese Holz, was auch immer das ist, Dählen, keine Ahnung, dass man die dann mit einer Spitzhacke abbaut. Ich meine, das ist doch, ich meine, welcher Idiot versteht denn das nicht? Ist doch ganz klar, oder nicht? So. Das muss eigentlich.
Das sieht jetzt nicht so geil aus, aber was soll's, ne? Geht jetzt nicht besser. Oh, da haben wir natürlich wieder um Längen nicht genug von dem Scheiß. Da muss man wieder Holz hacken gehen. Ach, perfekt. Aber ich wollte jetzt eigentlich nicht bei der Dunkelheit raus. Nicht, dass dann gleich wieder ein Creeper angelaufen kommt. Ja, genau. Ich sag's noch, ne? Geil. Ich bin aber auch immer wieder so blöd und denke, dass ich kein Pech habe, vielleicht mal. Kaum verlasse ich für eine Sekunde nicht mal meine Wohnung, ne? Schon kommt ein Creeper vom Himmel gefallen. Und reißt mir hier das hässlichste Loch des Jahrhunderts in den Boden. Es ist mir immer wieder eine wahre Freude. So, Schaden behoben. Holzhacken. Und immer mal umgucken, vor allem. Ich bin leicht paranoid, muss ich zugeben, aber ich glaube, es gibt auch keinen Menschen auf der Welt, der mir das nicht nachsieht. Irgendwie habe ich keinen Platz mehr im Inventar. So, das reicht vielleicht schon. Lieber wieder reingehen. Lululululu. Aber hier soll ja sowieso die Terrasse hin. Von daher ist das relativ egal, dass da jetzt ein Loch ist.